Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Equilibrium of Divinity. Ich bin euer Jojin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ziemlich verpeilt die letzte 40 Minuten Folge durchgegangen, ohne zu wissen, dass ich noch Punkte verteilen kann, die ich aber erst im Spiel verteilt habe und nicht bei der Charaktergenerierung. Da wollen wir nochmal schauen, das ist ja sau wichtig. Ich habe hier ganz viele Punkte, ich dachte hier maximal 11, ich kann höchstens auf Stufe 11 die haben, habe ich irgendwie gedacht. Und in der Reserve sind keine, also kann ich keine reinsetzen. Das scheint aber irgendwie anders zu sein. Also es, wir hatten jetzt noch keine Truhe gehabt, wo ich Lockpicking, also Schlösserknacken höher haben muss. Linguistik muss unbedingt einer von uns hochmachen, damit wir Sachen lesen können. Da hatten wir ja schon zwei gehabt. Also das ist seltsam. Ich weiß auch nicht, ob das hier oben steht ja eine 3 und da eine 6. So, als ob ich da noch Punkte verteilen könnte. Ah, das ist auch ganz gut, dass wir sehen, welcher Charakter ist wo drin am besten. Die Mystik, die wir drin haben, ist da auch am höchsten mit 3. Linguistik kann gar keiner. Das ist echt übel. Ich glaube, wir machen den Zauberer da rein. Hoffentlich braucht er die Punkte nicht woanders. Also das sollte irgendjemand lernen. Da wir bisher nur 2 brauchen, was ist das hier hinter? Ein Häkchen setzen. Und jetzt einfach raus, oder wie? Das kapiere ich nicht. Also Intelligenz ist schon mal gut. Was bedeutet das Häkchen hier? Kann ich die auch wieder runternehmen? Ich kann die Fähigkeit jederzeit runternehmen und mir setzen, wie ich will. Das kann doch nicht sein. Dann könnte ich ja, wenn ich eine Falle habe, alle Punkte bei Trap is Arming komplett hoch machen. Und dann nach der Falle wieder runter machen, woanders reinsetzen. Achso, ich muss auf Safe gehen. Ah, ja, ja, das wird das sein. Dann machen wir Linguistik 2 und wenn ich jetzt Safe sage, gehen wir noch mal rein beim Gandalf. Hat sich irgendwas an den Punkten getan? Das Super 4, das hier ist das, ne? Das ist weggegangen. Sehe ich das richtig? Ja, genau, 6. Das heißt, das hier bedeutet, wie ich Punkte noch setzen kann. Und das sind separate Punkte, die ich hier für diese Charakterklassen reintun kann. Oh, das muss ich mir auch durchlesen gleich. Das ist ja auch ganz wichtig. So, dann schauen wir doch mal weiter. Wir gehen nochmal auf unser Magier drauf. Den Battle Mage, da waren wir ja eigentlich dran im letzten Video. Und bei Magie. Also maximal 11 ist doch richtig. Genau wie bei der Profession. Maximal 11 stimmt. Aber diese Super 6, das sind die Punkte, die ich hier irgendwo einsetzen kann. Und die werden wir definitiv in Magie reinsetzen. So. Sobald ich auf 1 bin, habe ich ein ja, Flammenpfeil, sowas oder Bolzen, Flammenbolzen und kann Gegenstände auf der Weltkarte zerstören. Ist ja ganz cool. Was bedeutet das hier? Was bedeutet die 20? Sehr wahrscheinlich, wie gut ich in der. Ah, das kann Resistenzen auch sein. Das ist möglich, ne? Dass gleichzeitig meine Feuerresistenz ist. Ist die Frage, ob wir das dann bis 100 hoch machen können oder noch drüber sogar. Das sieht ja fast wie ein kleines Schild aus. Vielleicht ist das Schutz dann. Ich setze erstmal nur ein. Ich muss austesten, was das überhaupt kann. So, schauen wir doch mal hier. Holy Scroll of Magic, counteracts Chaos by focusing on healing and countering dark magic. Aha. Also sowas wie ein Kleriker. Will ich mal die Mystik machen? Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Vielleicht ist das die mega krasse Kampfmagierin eigentlich. Also Heilung ist, vielleicht sollte jeder Magier Heilung können. Wäre vielleicht nicht schlecht. Könnte auf jeden Fall helfen. Practical Character with a Divine Shield blocking a certain amount of damage. Das ist auch nicht schlecht. Und ich scheine ja wirklich die vordere Reihe anzugreifen. Die vorderen 3.
Okay. So, also so wie ich das sehe, können die das jetzt. Ja, die vier Zauber könntest du, wenn ich auf Safe gehe. The Chaos School of Magic is very strange, corrupted and destructive. It is favored by necromancers and demons. Ha. Also Magie sehr komplex, was eigentlich sehr geil ist, aber was natürlich viel, viel Erfahrung im Spiel bedeuten wird, herauszufinden. Schlaf ist eigentlich sau wichtig, ne? Da ist aber, glaube ich, gut, wenn ich das bei einem hochmache und vielleicht jetzt nicht beim Kampfmagier. Oder bei wenigstens zweien. Aber einen auf jeden Fall. Müssen wir mal schauen. Obwohl, ja doch, zwei. Mehrere Gegner. Wenn ich dann drei Gegner habe, dass wir zwei direkt einschläfern können. Oder sogar bei jedem und dann. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht am Anfang. Jeden einschläfern, falls das stark genug ist zum Einschläfern, müsste ich eigentlich erstmal rausfinden bei einer einzelnen Person. The Blood School of Magic puts its focus on preserving and healing. Anything that affects the flesh is relevant in this school. Das ist nicht schlecht, ne? Aber es ist auch wieder so eine Schwarzmagie, kann man sagen. Oder Blutmarine. Poison Error. Remove a cave in on the world map. Ja, da müsste ich eigentlich vor- und durchschauen, ne? Und dergleichen herausfinden, wie und was. Sehr wahrscheinlich am besten skillt man sich auf eine bestimmte Magieart und macht das so schnell wie möglich hoch, um mehr Schaden und dergleichen zu machen. Kommt denn hier ein neuer Zauber? Gar nicht da, okay. So, wir gehen mal auf 3. Greater Firebolt. Mir interessiert, wann ich den kriege. Kriege ich den vielleicht auf 6? Oh, nee, aber wir kriegen das. Create Campfire at the Target Cell. Higher levels of Campfires provide better bonus if resisted next to it. Okay. Ich weiß nicht, ob der Schaden dann auch höher ist. Das könnte gut sein. Okay, die nehmen wir erstmal mit rein. Dann machen wir mal safe. Und ja, das wird eine ganze Folge nur mit Zaubern sein und dann vielleicht einem Kampf. Aber anders geht es jetzt momentan nicht. Jetzt muss ich mal schauen, was brauche ich denn überhaupt für Punkte? Alchemie wird ja wichtig sein, dieses ganze Zeug wird wichtig sein. Waffen ist eher unwichtig bei dir hinten. Sehr wahrscheinlich werden wir alles in Magie setzen. Okay, schauen wir uns mal die Eigenschaften an. Kann ich hier auch Punkte setzen? Nee. Spellforce. Schade, wird nicht erklärt, wenn ich drüber gehe. Das ist nämlich die Frage. Vielleicht muss ich das. Ist das meine Magie? Oder kann ich immer weiter Zauber pfeffern? Dann wäre ein Magier natürlich richtig geil. Increase Carry Capacity and Damage dealt with Non-Magic Weapons. Okay. Also eigentlich nur tragen. Oder halt Schaden von Nahkampfwaffen ist für dich unwichtig. Increase Spell Damage and Magic Resistance for all School of Magic. Sau wichtig für dich. Definitiv. Increase Spell Points Pool. Okay. For each Magic School and increase the Conversation Rate of Normal Skill Points to Super Skill Points. Aha.
The maximum conversation rate 100% is reached at stat level 30. Das ist natürlich gut. Sehe ich das jetzt richtig, dass ich hier auch nochmal 3 Punkte reinsetzen kann, dass das nicht von denen abgeht? Ja, so ist es. Das heißt, ich habe 3 Professionen, die ich auf jeden Fall auch noch reinsetzen muss bei jedem. Genau wie bei Waffen. Das hat keine Auswirkung auf diese Superpunkte. Ich weiß aber noch nicht, womit du kämpfst oder kämpfen wirst. Darum lasse ich die Punkte noch da drin. Professionen. Da werde ich bei jedem 1 wahrscheinlich nehmen und das höher machen. Wird so einen Koch haben, einen Schmied und dergleichen. Es sei denn, das ist auch noch abhängig davon, zum Beispiel Intelligenz für Alchemie oder sowas. Also Wisdom eigentlich für alle wichtig, kann man sagen, aber natürlich für Magie. Oh, das ist jetzt interessant. Kann Chojin einfach Magie? Tatsache, jeder ist Magier. Ist also total Schnurz. Wir müssten mal auf Health und Stamina achten. Boah! Wenn dem wirklich so ist, dann hoffe ich, dass die später bestimmtes Gear noch kriegen, die Krieger. Weil hier, schaut euch mal hier die Lebensenergie an. Und dann beim Kampfmagier. Ach, der ist Level 2. Daran liegt es, ne? Ne, die sind alle Level 2. Ja, das ist seltsam. Strange, isn't it? Ja. Increase Hitpoint, Stamina and Physical Resistance. Increase Initiate and Evade Chance. Ist für die Vorderen natürlich ganz gut. Increase Overall Hit Chance and Critical Hit Chance with Weapons. Also increase Action Points, more Attack per Run. Das ist natürlich ganz wichtig für die Vorderen. Besonders das Critical sehr wahrscheinlich. Increase amount of skill points gained with each level as well as the skill level cap. The maximum skill gain per level increase is reached at stat level 30. Sollte man früh wie möglich hochmachen, genau wie bei Wisdom, das Talent und Wisdom, um viele Punkte zu haben bei den nächsten Levelaufstiegen. The chance to find better loot in high score. Wäre eigentlich ideal, wenn man das zuerst komplett hoch macht, ne? Aber dann habe ich Probleme bei den ersten Kämpfen. Das ist natürlich auch so ein Ding. Intelligenz wäre wichtig. Noch mehr Schaden. Ist auch nicht unwichtig bei dir. Ja, das ist natürlich nicht unwichtig, Speed, dann sehr wahrscheinlich, besonders wenn du später getroffen wirst von irgendwelchen Zaubern und dergleichen. Falls man denen ausweichen kann. Keine Punkte mehr übrig. Saven wir das mal. Das heißt hier Reserve 5. Kapisch nisch. Keine Punkte mehr, die wir setzen können. Ja, Profession weiß ich noch nicht. Du wirst mein Gem-Cutter. Warum nicht? Safe. Damit sollten wir Raceland fertig haben. Sehe ich das richtig? Außer halt Magie noch. Wo ich mir noch nicht sicher bin, wie ich die genau noch einsetzen werde. Wir schauen erstmal, was jetzt hier mit abgeht. Und ob ich viel mehr Schaden damit mache. Aber sehr wahrscheinlich wird das hier... Level... Ah, hier. Level 1, Stamina 5, Spell Potion Point 6, Damage 16.
1, 5, 6, 16. Wann kriege ich den auf die nächste Stufe? Gar nicht. Warum sollte ich dann da mehr Punkte einsetzen? Sehe ich gar nicht ein. Sehr wahrscheinlich geht das erst ab einer höheren Punktzahl. Gebe zu jemand anderem. Mystik. Wir machen bei jedem erstmal ein bisschen Kampfmagie und Heilmagie rein. Das ist wichtig, würde ich sagen. Und hier geben wir eigentlich ähnlich vor. So, würde ich sagen. Profession, lernst du was anderes? Gemcutting hast du. Bist du Fischer? Nee, das machen wir, glaube ich, jemand anderen. Du kannst ganz gut kochen, habe ich gehört. Oh, du hast sogar 4 Punkte da drin. Nee. Ah, sobald ich mehr nehme, geht das von meinen Superpunkten weg, die ich überall einsetzen kann. Das sollten wir natürlich nicht tun. Schön, du kannst Fisch schon machen. Aber den Fischen tut jemand anders hoffentlich. Safe. So, die zwei sollten fertig sein. Ja. Weapons lassen wir noch aus. Und geben mal zum dritten Magier, dem Gandalf. Der nur 4 Superpoints hat. Warum? Und noch keine Zauber eingesetzt. Was vielleicht abhängig von Intelligenz und Weisheit war, die noch nicht hoch genug ist. So, die können alle jetzt Kampfzauber und das ist schon mal ganz gut. Safe, gehen wir mal zu unseren Nahkämpfern. Chojin, du könntest auch Kampfmagie. So sieht's aus. Aber will ich das überhaupt? Wir können es gar nicht runter mehr nehmen. Wir haben schon einen Punkt reingesetzt. Eigentlich brauchen wir da gar keine Punkte mehr bei dir, ne? Da die anderen das schon komplett abdecken. Obwohl Gandalf macht 2 Sachen. Mythologie und Linguistik. Ist das schlimm? Ich hätte dich Linguistik machen sollen lassen, ne? Das war dämlich. Schon Fehler gemacht. Ich hoffe, dass das nicht wichtig ist, wie intelligent du dafür bist. Weil du bist gar nicht intelligent. Und du hast echt miese Werte, aber du hast 15 Punkte zu vergeben noch. Ahahaha. Ja, dann sollten wir bei dir doch definitiv das mal auf 6 machen, damit du hier in der vorderen Reihe was mehr aushältst. Du solltest mehr Schaden machen, Nahkampfwaffen. Ausweichen und Initiative. Initiative, naja, muss nicht so unbedingt für dich sein, aber das hier ist wichtig. Und ich würde sagen, dann geben wir noch einen Punkt in Talent. Ja, weiß ich noch nicht, was für Waffen. Da du keine Waffe hast, aber sehr wahrscheinlich werden wir bei dir Schwert und Schild nehmen. Deswegen mache ich einfach mal auf gut Glück Schwert jetzt mal rein. Auch wenn du noch keins hast, aber Schwerter gibt es bestimmt. Kann natürlich auch ein Fehler sein. Und du wirst, würde ich sagen, das hier Profession. Sehr schön. Skills. Ja, ich würde sagen, du wirst dann der Linguist. Damit wir auf jedem jemand anderen haben. weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich die Superpunkte eher hier noch mehr einsetzen. Aber wir speichern mal. Und gehen rüber zur Fex. Fexilein, alles fit? Was machst du denn? Du bist kein Fischer. Was heißt denn Tailoring? Das ist Schneider, ne?
für mich schneidern, vermute ich. Bist du mein Schneider? Oh, ich habe ein Problem. Das sind mehrere Professionen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es sind 8. Dann sollte die Mystik, die Koch ist, auch gleichzeitig Fischer sein. Obwohl Fischer sehr wahrscheinlich gut passt zum Jäger. Ah, passt gut zum Jäger irgendwie. Waffenschmieden macht dann Chojin mit. Ja, und dann macht Craftsmanship und Fishing macht der Jäger. Dann gehen wir doch direkt mal rüber. So. Und... Fake Stuff. Ja, genau, du bist da drin bewandert. Bei dir haben wir nur 5 Punkte noch übrig und setzen die auf jeden Fall in Treffsicherheit. Ein Talent. Und ein bisschen Schaden kann ich schaden. Vitalität, länger überleben, ist glaube ich ganz gut. Länger überleben am Anfang ist wichtig. So, speichern wir das mal. Gehen wir nochmal rein und schauen, was wir vergessen haben. Ja, bei dir weiß ich nicht genau, was du kriegen wirst. Ich weiß nicht, ob du 2 Schwerter später haben kannst, das wäre glaube ich ganz geil. Oder ein Dolch und ein Schwert. Und dann gehen wir mal rüber bei... Firo noch ein paar Punkte. Du wirst ja definitiv Fernkämpferin, dachte ich eigentlich. Also Bogen. Zwar blöd, dass du in der ersten Reihe stehst damit. Ich würde mir, glaube ich, die Truppe andersrum deichseln. Besonders da ich gesehen habe, dass das total egal ist, welche Charakterklasse wir nehmen. Wenn wir also nochmal neu starten und einen richtigen, kompletten Durchlauf des Spiels machen werden, dann würde ich, glaube ich, vorne 3 stärkere reinsetzen, die viel aushalten und viel Schaden machen können. Und hinten, weil es ja sowieso egal ist, wie bei Wizardry, dass man halt alles ist. Und dann werden sowieso alle Magier werden auch. Aber bei dir wäre vorne, glaube ich, in der Vorderreihe wäre schon Schild ganz gut. Na gut, du bist jetzt auf jeden Fall mit dem Bogen bewandert. Den ersten Bogen, den wir kriegen, wirst du dich freuen. Und kriegst auf jeden Fall Accuracy. Speed Accuracy. Strange. Da ist jetzt die Frage, macht das auch... tut das zusätzlich... Moment. Ah ja, Entschuldigung, mein Hals. ja. Tut das zusätzlich... Da steht ja, in Damage dealt with non-magic weapons. Bogen ist ja keine magische Waffe, aber tut das wirklich... Tut er denn die Sehne mehr spannen und mehr Schaden machen? Kann ich mir nicht vorstellen. Also es wird ja wahrscheinlich eher das sein. Aber ich weiß nicht, wie das Spiel programmiert ist. Dann wäre Stärke natürlich wichtig. Aber nach meinem Verstand ist das eher nicht so wichtig. Für den Bogen. Naja, da müssen wir mal schauen. Das weiß ich noch nicht genau. Und da du aber in der vorderen Reihe bist, brauchst du natürlich auch etwas mehr davon. Obwohl im Moment, wir gehen da was runter, weil ich brauche auf jeden Fall da was. Und nochmal so. So, wir hätten natürlich noch Superpunkte, die ich verteilen könnte. Ich drück mal 1, jetzt sollte er gespeichert haben. Schade, dass man das nicht sieht, dass es das tut. Und dann legen wir uns jetzt mal mit der Maus an hier. Ha! Oh! Und wir haben noch einen Zwerg dabei. Dwarf Citizen. Ah, sogar kein Krieger hier. Aber wir wissen, Zwerge, selbst die normalen Bürger, die sind alle schwer bewaffnet. Die kennen sich aus. So, aber die Ratte ist viel höher im Rang.
Naja, schau mal, was jetzt daraus geworden ist. Hau drauf da. Wir sehen mal, wie die Truppe sich jetzt schlägt. Raistlin. Ah, Spell. Gott sei Dank. Ja, jetzt schon macht es mehr Spaß. So, da bin ich mal gespannt. Jetzt klicken wir da hier drauf und sagen... Schade, dass hier nicht beisteht, auf welchem Level wir das kriegen. Das wäre cool. So, Reach Level 25, was weiß ich. Aber okay. Nehmen wir den Zauber. Ah, dann sehen wir auch, wie viel Schaden wir machen. Bis zu 16. Bam! Dass das hier nicht schneller geht. Zip, zip. Das wäre doch schön. Du kannst... Wer ist denn jetzt dran? Sehe ich das irgendwie hier aufblinken, wer gerade ist? Wahrscheinlich, weil das blau ist, bist du das jetzt, ne? Sehe ich das richtig? Ja. Ah, okay. Immer der blau ist. Das heißt, Mystik ist jetzt dran. Immer, wo dieser blaue Rand rum ist. So, du wirst das ja wahrscheinlich nicht überleben. Rabbit Red. Achso, einmal da drauf. Darum schießen wir mal da hinten hin. Aber das ist ja Verschwendung sonst. Wow! Habt ihr gesehen, wie schnell das war? Das heißt, die Animation. Da machen wir aber doch HAL. Das hat also doch eine Funktion. Das hatte nur beim letzten Video sich irgendwie nicht geklappt. Könnte ich irgendwann rausnehmen, ganz klar. Wenn wir sie in- und auswendig kennen. Aber erstmal will ich schon, dass das wenigstens ein bisschen gezeigt wird. So, wir sparen. Ist jetzt Ausdauer weggegangen dafür? Bei den Magiern, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall können wir jetzt richtig schön kämpfen. Lohnt sich gar nicht mehr, ne? So, warte mal, wir könnten eigentlich mal jetzt hier einen schönen Heilzauber machen. Ich hätte vielleicht am Anfang auch... Wer ist verletzt? Fax. Skip. Skip. Ah, jetzt sieht man auch gar nicht mehr, dass die nach vorne hauen, ne? Das war, glaube ich, gewesen bei Full. Ja, 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 ja. Okay, du hast das doch noch überlebt, du Mistsack. Na gut, dann hauen wir nochmal drauf. Ah, jetzt macht's richtig Fun, ne? Cool, cool. Ein Schild lohnt jetzt nicht mehr am Anfang. Was habe ich denn jetzt ausgewählt? Ich bin beim Heilzauber. Ja, stimmt. Wir machen nochmal einen Heilzauber. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Und zwar nochmal auf Hex. So, jetzt stirbst du aber. Skip, skip. Start Battle. Yeah, Victory! Awesome! Awesome! Geil! Wir rocken. Eins drücken, speichern. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz in den Raum. Warten hier ab. Achso, wie sieht es überhaupt mit der Nahrung aus? Bin falsch. Wo sehe ich überhaupt, wann die nächste Stufe erreicht ist? Das kann ich auch nicht sehen. Schade. Ist das? Keine Ahnung. Ja, das ist jetzt die Frage. Also ich werde heute versuchen, die... Es sind ja jetzt 3 Videos geworden. Das erste war ja nur irgendwie so kurz Charaktergenerierung und da war ja der Absturz gewesen. Ich werde versuchen, alle 3 Videos bis... Also heute sind wahrscheinlich die ersten beiden noch. Das schaffe ich bestimmt heute Abend fertig zu rendern, hochzuladen. Und dann... Morgen das Video, was ich jetzt gerade gemacht habe, also Montag. Und dann schaue ich mal, wie eure Kommentare sind. Ich weiß natürlich nicht, wie ich dann in der Woche dazu kommen werde, weitere Videos zu produzieren. Ich könnte natürlich jetzt auch mehrere Tage Pausen machen. Das ist aber, das ist nicht gut, weil man lieber schnell die 3 Videos raushauen, so schnell wie möglich, damit ihr seht, worum handelt es bei dem Spiel. Und
damit ihr mir mal Kommentare so, wie ihr das seht, findet ihr das interessant? Weil ich finde es jetzt, ich bin ein bisschen angefixt, das geht aber auch schnell bei mir bei Computerspielen, aber es scheint ja richtig komplex und viel Potenzial zu haben und dergleichen. Und ja, ich glaube, ich würde gerne was mehr davon sehen und spielen, will aber auch gerne wissen, was ihr davon haltet. Und wie ich dann in der Woche, werde ich es ja wahrscheinlich nicht dazu kommen. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Und das heißt, das geht es erst nächstes Wochenende dann weiter. Da, dann sage ich mal, bis dahin, viel Spaß, euer Chojin.